Also, guten Morgen. Guten Morgen. Ich glaube, wir haben eine verschiedene Höhe. Das ist sehr schwierig, uns das ich muss immer so ein bisschen runtergehen. So ein bisschen niedriger sein. Also muss mein Gesicht abgeschnitten. Okay, so. Also, das ist unser erster Vlog und wir gehen jetzt trainieren. Something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow? Oh God. Sag was. Ich kann nicht mehr atmen. Und es ist ja erst die Aufwärmung. Das ist der anstrengendste Tag von allen. Es ist Samstag und Tag 6 unseres Trainings, wobei 5. Trainingstag, letzter Trainingstag die Woche. Wir machen das die zweite Woche jetzt. So, Workout fertig und heiß und jetzt nach Hause. Jetzt Natalia hat die Konferenz. Ah ja, Wochenende genau. Beginnt bald. Nach der Konferenz. Okay. Also, zuerst Konferenz. Also nein, zuerst nach Hause, wir nehmen die U-Bahn, dann geht's schneller, dann Duschen, Frühstück, Konferenz und Weekend! Yeah! So, also ich muss euch jetzt was zeigen. Die Natalia möchte es überhaupt nicht herzeigen, sie findet es total schrecklich. Und nein, das ist fürchterlich. Ich stehe überhaupt nicht dafür, das ist nicht meine Schuld, ich habe das nicht gemacht. Ja, genau, weil der Grund, warum das passiert ist, ist der Rauchfangkehrer. Der fand unsere Wohnung, also wir leben in einer ganz kleinen Wohnung, und der Rauchfangkehrer fand unsere Wohnung so schlimm, dass er das gemacht hat. I want you to show me how to get to know. Das habe ich gemacht, aber normalerweise liegt das ganze Schmutzbeutel. Der Rauchfangkehrer ist gekommen und ich wusste nicht, wo ich hinhauen soll, weil das ist nämlich vor diesem Tada, fertig. Das war so gut. Ja. So süß. Ich bin fast tot jetzt, oh übrigens. Die Augen haben noch Herzrasen nach dem Beauty-Coffee. Ja, voll. Okay. So, was gibt's als nächstes? Kurz Turnschuhe schauen. Und Flipflops schauen. Flipflops schauen. Und dann falls gehen wir wahrscheinlich zum Eis essen. Und dann, genau. Und dann müssen wir Eis essen. Oh, wir müssen. Okay. Was für ein fürchterlicher Muss. So schaue ich aus, wenn mich Alex anzieht. Oh wow, also wir würden jetzt in dem Gummibärchen-Jellies-Geschäft gefüttert bis zum Umfallen. Wir haben, glaube ich, 20 verschiedene Jellybears zu kosten bekommen. Wir hätten eigentlich keine kaufen mehr müssen, weil wir schon so viel gegessen haben. Wir haben trotzdem zwei Packungen gekauft, einer für uns
eine für den Thomas zum Geburtstag. Ja. Und die sind einfach genial. Wirklich geil. Also wenn ihr vorbeikommt in Wien, genau, da am Fleischmarkt, dann geht da ins genau. Bärenland. Ins genau, Bärenland. Bärenland. Da oben. Bärenland. Ah, ja. Genau. Das ist wirklich empfehlenswert. Ziemlich lustig, wir wurden angestopft mit Mango. Mit Mango Stuff. Ist das, ja. Schaut, ich habe eine neue Kappe. So. Also, das, was heute noch nicht gesagt wurde. Wie immer fahren wir heute für Alex einkaufen, gell? Nicht für mich. Also nicht, dass Frauen irgendwie Shopping süchten werden. Und das ist immer so, dass wir dir sehen in den nächsten 10 Vlogs. Aha. Ein Freund von uns hat Geburtstag, also mein Trauzeuge. Und zwar der Thomas. Alles Gute zum Geburtstag, Thomas. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. We could be true, we could be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. Woo! So, also, back home. Und es wird heute nicht mehr viel passieren. Wir werden nicht Eis essen. Wir sind völlig K.O. Also Natalia ist, glaube ich, auch völlig K.O. Ja, es war ziemlich lustig mit euch. Vielleicht zeige ich euch nachher noch, wie man eine lustige Nacho-Käsesoße macht. Auf jeden Fall werden wir einfach nur mehr Nachos essen. Naja, als erstes essen wir jetzt mal unsere Suppe. Nämlich Gemüsesuppe und ein bisschen was Gutes. Ja, ich hoffe, dieser erste Vlog ist okay. Ich weiß überhaupt nicht. Ja, ihr werdet jetzt mit der Zeit jetzt Dinge über uns erfahren, über unser Business erfahren, über unsere Firma, was wir eigentlich so tun und wieso wir tun, was wir tun. Und ja, ich hoffe, ihr habt total viel Spaß dabei, wenn ihr das anschaut. Habt Spaß! Have fun! Okay, du vielleicht auch. Have fun! Warte mal, man sieht mich nicht. So. So. Guys, have fun! Okay, ihr habt die Natalia gehört. Das war furchterregend. Also. Also, have fun! So, wir haben die Lösung gefunden. Die Natalia kauft sich Plateauschuhe mit 25 cm oder sie steht am Bett. Und dann können wir immer gemeinsam laufen, sodass ich gleich groß bin wie du. Genau. Nein, wir küssen uns nicht. Okay. So. Okay, also schön, dass du dabei warst. Total ja, toll. Sehr schön. Vergiss nicht, und ein Like zu geben und zu subscriben. Genau, subscribe, genau. Hier, ja, genau, ja, oder? Okay. Nein, hier, egal. Ja, like, subscribe, dieses ganze Dings. Also abonniere unseren Blog, wir bringen ab jetzt jeden Tag was. Sagt und, Alex. Ja, sag ich. Wir werden sehen, ob wir das tatsächlich schaffen. Ich bin der Filmstar. Ja, Natalia ist der Filmstar, ich bin der worked. Und nein, ich werde auch manchmal arbeiten, so ist es nicht. Genau, wir wechseln uns ab. Einmal macht Natalia den Vlog, einmal mache ich den Vlog. Und so wollen wir uns die ganze Arbeit halbieren. Und dadurch wird das Ganze auch vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Und in den nächsten Episoden wirst du ein bisschen mehr über uns erfahren. Und über das, was wir tun und über das, was wir nicht tun. Und was gibt's noch? Ja, das war's dann eigentlich auch. Und wie cool wir auch sind, natürlich. Ja, natürlich. Ich meine, ist doch eh klar. Eh logisch. Okay, also, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ah ja, genau. Falls du das Internet löschen möchtest, werden wir hier irgendwo, hier über Natalias Nase, ja, den Link dazu einspielen. Keine Ahnung, wovon er spricht. Tschüss! Tschüss!